Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kerbal Space Programm hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier jetzt gerade bei den Forschungen und im Forschungsbereich. Und da möchte ich ganz gerne jetzt genau dieses Kommandomodul, wo ich dann drei Kerbals mit befördern kann, erforschen. Zack, das machen wir, kaufen auch alle Teile. Und dann sind wir da durch. Ich weiß gar nicht, habe ich denn eigentlich schon die ausklappbaren Leitern? Da müsste ich mal gucken. Weil die brauche ich nämlich noch für meine Mondlandung. Keine Ahnung. Hier sind normale Leitern, aber keine ausklappbaren. Dann sind die hier drin versteckt. Ja. Also bis dahin muss ich noch hin. Ein mobiles Forschungslabor ist natürlich etwas, was wir dann als Station im Orbit haben können. Und keine Ahnung, Sachen damit machen können. Weiß ich noch nicht genau. Aber Leitern sind schon mal ganz wichtig. Das heißt, da müssen wir noch hinkommen. Das heißt, wir brauchen noch einmal 90 und einmal die 160, also 250 Forschungspunkte. Ja, hat er richtig gerechnet. So, die brauchen wir dafür. Dann haben wir hier noch ein paar Trümmer rumstehen vom letzten Mal. Die können wir alle noch bergen. Das bringt auch wieder mal ein bisschen Geld. So, das haben wir auch nochmal. Und wie ihr seht, beim Geld hat sich was getan. Sind ungefähr 200.000 mehr. Das liegt daran, ich habe ein Missionszentrum bei den aktiven Missionen. Einmal diese Mission, dass wir unseren Satelliten, der jetzt so in der Umlaufbahn um Sol ist, also um die Sonne, den müssen wir in eine bestimmte Umlaufbahn bringen und dann einen, in die Nähe von Eve sogar. Also den müssen wir ganz schön noch bewegen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit dem Treibstoff, was dran ist. Und da brauchen wir natürlich noch jede Menge Zeugs, beziehungsweise müssen wir den anschalten und dann kann der irgendwie einen Satelliten, einen Asteroiden soll er entdecken. So, verwirrt ist der alte Mann. So, erkunde Mund, da haben wir noch ein Jahr und 51 Tage Zeit. Da müssen wir mal langsam aber sicher dahin kommen, dass wir die 250 Punkte haben, damit wir das nicht machen können. Das habe ich eben nachgeguckt. Positioniere einen Satelliten in einer synchronen Umlaufbahn um Duna. Das ist ein Auftrag, den wir uns jetzt demnächst annehmen werden, also dass wir dann einen Satelliten mal zu einem anderen Planeten schicken. Wir haben dann noch 24 Jahre und ein paar Tage zur Zeit. Keine Ahnung. Ein Jahr scheint hier länger zu sein. Oh, egal. Und wir haben hier noch Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus. Da müssen wir auch noch hin. Da haben wir nämlich auch noch nichts gelandet. Das kriegen wir aber auch noch alles hin. Gut. Und achso, positioniere einen Satelliten in einer polaren Umlaufbahn. Da müssen wir den Ressourcengeländeabtaster mit hochfliegen. Dann nehmen wir die Minmus-Option und werden den einfach nach Munden bringen, dann eine polare Umlaufbahn und fertig. Da kriegen wir auch nochmal ordentlich Geld für und Forschungspunkte und dann können wir die Forschung da auch betreiben. Und vor allen Dingen müssen wir dann aber den Ground erstmal noch dahin bringen. So, hier den Meilenstein aus der letzten Folge noch. Können wir uns auch nochmal ganz kurz durchlesen, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben den ersten Vorbeiflug an der Sonne eingeleitet und sind in der Umlaufbahn der Sonne eingetreten. Oh, die haben wir auch gekriegt. Sehr schön, dann ein paar Punkte gebracht und auch ordentlich Geld. Ah, deswegen waren wir wieder so nah dran. Gut, wir werden jetzt erstmal ins Missionszentrum gehen. Und werden uns Weltraumteleskop IA wenn wir uns besorgen. Und werden dort jetzt die Umlaufbahn dementsprechend anpassen, dass wir... wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo sind wir und wo müssen wir hin? Wir müssen da unten hin. Okay, also müssen wir bremsen. Gut. Oh, da könnte ja passieren, dass wir sogar von Eve eingefangen werden. Irgendwann mal, aber da sind wir ziemlich dicht dran an Eve, also hier. Naja gut, nee, es geht noch. Gut, also wenn wir jetzt bremsen müssen, dann werden wir uns auch in Richtung rückläufig bewegen. Mal gucken, wie lange er hier braucht, um das hinzukriegen. Der Satellit. Wie viel Treibstoff haben wir noch in unserer Stufe? Auftragsparameter erfüllt? Achso, das ist ja jetzt hier genau der Auftrag, den wir jetzt haben. Wir müssen jetzt nur noch die Umlaufbahn kriegen und dann müssen wir das Gerät anschalten und dann sollte es gehen, was ist hier oben? Ach, das ist ein Planet. Wundert mich gerade, was ist das für ein Punkt hier oben? So, da sind wir da. Und dann werden wir mal ein Manöver hier. Wo machen wir das Manöverchen, dass man nochmal gleich den hier. Das ist ja. Wir sind hier ja eh ewig. Was ist denn das hier? Der Planet wird aber nicht auf der Linie angezeigt. Naja, gut. Werden wir mal ein bisschen einbremsen, die ganze Sache. Und dann müssen wir da hinten hinfliegen. Das dauert eine ganze Weile. Das machen wir natürlich, denn da lassen wir ihn erstmal fliegen, während er da links ist. Achso, wir könnten natürlich. Natürlich könnten wir jetzt erstmal hier generell eine Beobachtungsdaten protokollieren. Das bringt uns alleine schon mal 27 Forschungspunkte, das ist gut. Dann werden wir die Daten. Kann ich hier jetzt sagen? Daten übertragen, zack, und dann haben wir schon mal 27 Punkte verdient.
Jetzt ein bisschen Strom runter jetzt hier, aber da irgendwie noch. Na, das wird aber echt knapp, dass wir das hinkriegen. Die Umlaufbahn. Und da müssen wir nochmal einen zweiten starten. Naja, gut. Wir werden sehen. Wir können ja hier jetzt mal so ein. Sieht man natürlich nicht genau, wo wir da sind. Ne? Das muss man wirklich abschätzen. Okay, dann können wir jetzt einfach mal starten hier, das Triebwerk. Mal gucken, wie lange wir bremsen müssen, damit wir da unten anstoßen. So, okay. Jetzt schmeißen wir ein bisschen Dreck weg. Mal auf die Map gucken. Also unsere darf ja nicht weniger werden als 10.400 oder 10.400. Da muss schon wieder ein Meilenstein irgendein. Okay, das werden wir dann auch gleich sehen. In 437. Ah, das wird was. Ich denke mal, das ist erstmal schon mal okay so. Und dann müssen wir dann da hier zwischen irgendwo versuchen, den Punkt hier runter zu bekommen. Das wären 175 Tage, das will ich jetzt erstmal nicht machen. Also das Ding kann jetzt erstmal ganz in Ruhe fliegen da oben. Wir müssen nur dran denken, dass von 175, dann kann man sich irgendwie ein Alert machen oder so. Weiß ich gar nicht. So, erster Meilenstein erwähnt, was haben wir gemacht? Bla 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 bla, wissenschaftliche Daten von der Sonne gesammelt. Ah, okay, gut, ja. Das ist gut. Sensierung, ja, ja, ja. Ja, ja, gut. Gut, okay. Ja, du kannst jetzt hier erstmal ganz in Ruhe so bleiben. Stabilisieren und ungefähr in 175 Tagen muss ich dran denken. Kann ich mir irgendwo im Kalender hier irgendwo einen Vermerk machen? Gibt's sowas? Dass ich daran denke, wenn ich da hinten bin. Weil ich will jetzt die 175 Tage nicht vorspulen, weil das würde dann ja ein halbes Jahr ungefähr bei der Mondmission uns fehlen. Bloß damit wir da hinten. Nö. Müssen wir ab und zu mal hier hochgucken. Da müssen wir dran denken. Gut. Okay. Dann drücken wir mal. Ja, dann gehen wir wieder zum Weltraumzentrum. Da wollen wir jetzt hin. Wir brauchten noch, können wir ganz kurz bei den Aufträgen gucken. Irgendwoher liegen über dem Mond wissenschaftliche Daten Oberfläche im Mond. Alles klar, dann werden wir erstmal kurz die wissenschaftlichen Daten von der Oberfläche im Mond uns besorgen. Umlaufbahn, Landung auf Mond. Der steht da irgendwo rum. Na. Kannst auch funken, wenn du willst. So, dann machen wir hier mal ganz kurz Thermometer. Temperatur protokollieren. Wenn wir es bergen, würden wir sogar noch Wissenschaft kriegen. Daten übertragen. So. Haben etliche Auftragsparameter erfüllt und einen Auftrag abgeschlossen. Und haben dabei schon wieder 3 Forschungspunkte gekriegt und 47.000 an Geld. Thermometer zu heiß ist jetzt da irgendwie. Keine Ahnung, warum das jetzt. Ich will es nicht mehr ausgewählt haben. Danke. So, aber gut. Das haben wir dann mal schnell gemacht. Ja, jetzt muss man ja auch irgendwann mal ein bisschen davon profitieren, dass man da so überall ein bisschen was zu stehen hat. So, das gibt's denn, kann man das hier alles erstmal wieder in den Müll stecken. Was kann denn, nein, in den Müll ab, weg. Gucken wir nochmal ganz genau, was wir verdient haben. 47.300 und, sehr schön, 3 Punkte hier und 5 Punkte bei einem Prestige. Auch gut. So, dann sind wir schon wieder bei 54. Naja, es läuft doch. Brauchen wir nur noch 200, die wir sammeln müssen. Gut, nächster Auftrag. Was haben wir hier noch? Erkunde Mond, okay, positionieren Satelliten, Synchronumlaufbahn um Donau und Wissenschaftsdaten von der Oberfläche Mond. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir ob wir mal einen Länder bauen, den wir auf. Den bauen wir jetzt. Wir bauen jetzt zu fixen. Ach Gott, jetzt haben wir aber. Oh, da ist ein bisschen was dazugekommen. Also hier ist erstmal schon mal die 3-Mann-Kapsel, das ist schon mal gut. Wir brauchen den Satelliten. Der braucht auf jeden Fall erstmal hier so ein. Achso, das kommt ein bisschen weiter unten hin. Dazwischen kommt noch der
Ah, das ist auch gut, dass ich die 2,5 Meter Wartungsbucht jetzt habe. Das wird mir sehr gut gefallen, weil die kann ich dann nämlich immer unter der Kapsel einfach mit drunter machen. Oben auf der Kapsel mache ich den Merker drauf und dann schmeiße ich das einfach weg, was da alles drumherum ist. So, gut. War jetzt nur mal schnell dahingesprochen, was ich da noch mit vorhabe. Wir brauchen Kraftstoff. Wir brauchen Kraftstoff zum Landen auf Minmus. Wir brauchen Wissenschaftszeugs. Und zwar brauchen wir das Ding hier. Das wollen wir da nämlich absetzen. So. Wir brauchen Ausklapp- und einklappbare Solarpanels. Dann nehmen wir durchaus die 3x3 Modelle hier. So, klappt die mal aus. Jupp, das geht so. Genau so steht er denn da. So, wieder einfahren. Dann machen wir das mal auf. Werden erstmal Batterien hier drumherum, 6 Stück stationieren. So, 6 Batterien, hast du erstmal genug Energie für eine ganze Weile. Und natürlich brauchst du noch ein wenig Antenne. Da könnten wir jetzt hier auf jede Ecke eine setzen, aber das wäre ja gut. Das sieht irgendwie schick aus. Sieht das schick aus, wenn wir das da hinsetzen? So, 6 an der Antenne drauf. Naja. Schweigen wir lieber, ne? Ob das jetzt schick aussieht oder ob das jetzt nicht so schick aussieht. Entweder das in der Antenne, in die Antenne rennen oder in die Antenne. Naja, gut. Mittig ist auch was anderes. So. Komm, lassen wir das mal so mit 600 Antennen, ist das ja erstmal nicht wieder verwerflich. So, da du das erste Raumschiff oder Raumgleiter sein wirst, der auf Minmus landet, wirst du natürlich auch bestückt mit Wissenschaft. Einem Thermometer. Wo ist das Thermometer? Da ist das Thermometer. So. Sieht man ein Thermometer. Dann wirst du bestückt mit, keine Ahnung, das nehmen wir einfach. Oh Gott, das ist ja gar nicht mal so klein. Das ist ja gar nicht mal so klein. Das hätte ich jetzt als kleiner erwartet, muss ich sagen. Nee, dann nehmen wir dich nicht mit. Die Atmosphäre haben wir da eh nicht. Wir brauchen dich noch. So, ein Barometer. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein Mystery of Goo mit. Stell ich mal da rein. So. Und ja gut, das Ding brauchen wir dann nicht. Das Ding, das brauchen wir auch nicht. Das haben wir dran. Das Ding ist mir zu groß. Das haben wir dran. Und das Ding, Spektrovariometer für atmosphärische Messung. Irgendwie führst du genau, scannst du die Umgebung, Atmosphäre durch. Ich weiß nicht, ob ich das nutzen kann da oben. Und wenn ich das jetzt mitnehme, was wiegt denn das Ding? 50 Kilo. Puh. Nee, 5 Kilo, ne? Ja, 5 Kilo. Aber es ist ziemlich groß, ne? Es ist halt wirklich richtig, richtig groß. Naja gut, dann müssen wir das Mystery of Goo, warte mal, das müssen wir dann mal hier hin platzieren. Das passt da ja hin. Und dann müsste das Ding hier noch reinpassen. Nee, jetzt muss es wieder dreimal drehen, so. So. Jetzt schaut so ein bisschen ineinander. Nö, das passt schon. So, wir nehmen das Ding einfach mal mit. Mal gucken, ob ich damit irgendwas messen kann. Wenn ich da auf Minmus bin oder nicht. Gut. Dann brauchst du natürlich noch ein Triebwerk, was dich einbremst. Das wäre von enormster Wichtigkeit. Und ein paar Beinchen, auf denen du stehen kannst. Ne? Da machen wir hier mal, ups, ein bisschen hoch. So sehen die Beine gut aus. So sehen Beine aus. Und dann machen wir 4 oder machen wir 5 oder 6. Wir haben 6 Beine, ne? 6 Beine, das sieht gut aus, ne? So ein 6-beiniges etwas. Tief genug ist es auch. Triebwerk steht unten vor. Alles klar. Gut. Für eine Rückkehr brauchen wir dich nicht großartig aufbauen. So, das ist Minmus-Sonde. Minmus-Sonde 1. Gut. Die hätten wir da. Dann klappt da mal die Füße zusammen. So.
Und dann bauen wir da drunter jetzt immer noch einen Sprengring. Wo ist er denn? Da hätten wir diesen hier im Angebot. Das sieht ganz gut aus. Und dann bauen wir da drunter ein wenig, was das hier? Ja, dieses Teil. Und ziehen das natürlich dann ein bisschen. Warte mal, müssen wir kurz mal so schön. So sieht das gut aus. Schiff drücken, ein bisschen wegrollen. Das sieht doch richtig gut aus. Sonne ist gut verpackt, man sieht sie nicht. Da ist sie drin, der komplette Länder. Sehr gut. Gut. Das Ganze bekommt jetzt da drunter erstmal noch einen Tank. Diesen hier. Der ist ein bisschen klein. Ist ein bisschen mickig. Nimm mal den. Der passt da genau drunter. Und dazu kriegst du, wie gesagt, fast das Triebwerk, aber das ist ein bisschen groß, ne? Na, warte mal, dann machen wir es anders. Dann bauen wir Kraftstofftank dichter drunter. Nein, du bist der Falsche. Dichter drunter. Da komm mit. Dichter drunter. Und werden dann dieses Triebwerk dazu nutzen. Und werden dort einen, wo ist er wieder? Decoupler in groß nutzen. Sehr gut. Das sieht doch toll aus. Sehr gut. So, das ist quasi die Stufe, die dann uns nach Minmus bringt. Und in den Minmus Orbit und schon mal einlenkt. So geplant zumindest. Jetzt müssen wir darunter noch eine Stufe bauen, die uns ein bisschen quasi in einen Orbit bringt. Haben wir denn ein Reaction Wheel dazwischen? Oh Gott, oh Gott. Das, ist da, das haben wir da oben reingebaut, ne? Wollen wir noch ein weiteres hier reinbauen? Naja, lassen wir da oben mal. Müsste reichen, eins. So, dann haben wir hier zwei große Tanks. Wir machen mal noch, weil das ja jetzt quasi ein bisschen schwerer ist da oben. Haben wir noch einen kurzen großen? Machen wir hier unten noch einen kurzen? Ne, der ist durchmessertechnisch anders. Machen wir noch einen kurzen. Großen da mal rein. Au, das wollte ich nur gar nicht. Ah, das ist noch so eine Frage. Das ist wieder so eine. Ich hoffe, du kriegst das denn, das, was da über dir steht, auch nach oben bewegt. Naja, gut, das bleibt dann nur zu offen. Wie sind wir denn gewichtstechnisch jetzt? Wir sind bei 60 Tonnen, alles klar. Das heißt, wir können 6 von denen ohne Probleme anbauen und machen dafür die Dinger hier verantwortlich. Die hydraulischen Abtrenner. Sechs Stück. Und dann bitteschön die Klopferbooster. Auch 6 Stück. Oh, das ist jetzt irgendwie nicht mittig dran da, oder? Ist das da mittig dran? Wie ist das nicht? Keine Ahnung, ob die jetzt einfach abfallen und ob die da dranbleiben. Nichts hinaus, weiß man nicht. Haben wir denn schon die kleinen? Nein, die haben wir noch nicht, die kleinen Separatoren. Wir können jetzt natürlich, was können wir noch machen? Wir können noch aerodynamisch. Wie sieht es denn aus überhaupt mit Teilen und so? Boah, ein paar Tonnen haben wir noch. Teile haben wir mehr als genug frei. Wir können natürlich noch die Aerodynamik hier beeinflussen. Wo ist sie denn hin? Da ist die Aerodynamik. Machen wir hier noch. Warte mal. Nein, wir machen mal die ganz spitzen Cones hier oben drauf. Was denn? Hallo? Willst du mich verarschen? Okay. Ah, die sind ein bisschen groß. Da machen wir halt die drauf. Mein Gott, wenn die anderen nicht wollen, dann. So. Nein. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Gut, also wir müssten genügend Treibstoff hier drin haben, damit wir in den Orbit kommen. Mit dem Ding müssten wir aus diesem Orbit in den Orbit von Minmus kommen. Und in den Orbit von Minmus ein.
gleiten, beziehungsweise uns ein einfliegen. Und mit dieser Endstufe hier oben müssten wir die Landung machen können. Jetzt haben wir eine reine Baufolge gemacht und so ein paar Forschungssachen nebenbei erklärt, aber geflogen sind wir gar nicht. Macht aber auch nichts, oder? Gut. Wir werden jetzt hier noch die Startrampenhelfteile anbauen. Da werden wir mal ganz kurz hier unten noch so, zack. Hängen die mal da dran, so. Passt genau dazwischen, ne? Ja. So, das brauchen wir nochmal ganz kurz und dann senken wir das Ganze noch ein bisschen wieder nach unten. Damit das nicht ganz so hoch über der Boden schwebt hier, so, das sieht gut aus, ja. Da passt kein Körmen mehr dazwischen. Das ist okay. Gut. Die Dinger werden wir auf 65 stellen, ne? Und dann werden wir das testen, und zwar morgen. Ich wünsche, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss.